Ja, es ist wirklich ein Vorrecht, das Wort weitergeben zu können. Und das Thema ist eine Vision für Mission. Und da möchte ich gleich zu Anfangs auch diesen Titel ein wenig erklären. Vision, da meine ich nicht irgendwie so Träume, sondern den Blick, die Ausrichtung. Und für Mission, da kann ich genauso auch Evangelisation sagen. Also das Wort an die Menschen bringen, die Liebe Gottes, von der wir gerade gesungen haben, den Menschen auch näher zu bringen. Wenn wir unsere Welt betrachten, dann müssen wir wirklich sagen, es sieht nicht besonders schön aus. Ja? Wir haben da gerade die Verse da gelesen von Johannes 4 und dann, da sehen wir jemand, der eine Vision für Mission hatte. Vor einiger Zeit waren wir mit unserem Maranatha Latino Mobil unterwegs in Argentinien, also mit diesem Bücherbus, Missionsbus. Und da waren wir zusammen mit Erich Schäfer. Und an einer Provinzgrenze wurden wir von der Polizei angehalten, das ist ziemlich üblich, werden die Papiere kontrolliert und so weiter. Und da baten sie uns, dass wir einen von den Beamten mitnahmen. Und da fragte ich, Erich war am Fahren und da saß ich dann mit ihm im Wohnmobil und da fragte ich ihn ja, bis wohin kommst du mit? Und da hat er mir die Stadt genannt und da wusste ich, ungefähr eine Stunde hatte ich nun Zeit, mit ihm zu reden. Also er konnte ja nicht weglaufen, das war richtig gut. Und da innerlich habe ich gebetet, Herr, gib mir die Möglichkeit, das Gespräch da in diese Richtung zu bringen. Und der Herr hat das ganz, ganz einfach geschenkt. Er hat gleich gefragt, was seid ihr, was macht ihr? Ja, dann kann man ja gleich erzählen, was wir machen, was wir sind. Und dann auch gleich das Evangelium kurz erklärt und gepredigt. Und er hat gesagt, er kommt vom katholischen Hintergrund, hat zwar nichts mit dem katholischen Glauben groß am Hut, aber eben, er ist namentlich auf jeden Fall Katholik. Hat er zwar großen Einfluss gehabt von den Zeugen Jehovas, der hat so einen riesen Mischmasch im Kopf gehabt. Auf jeden Fall sah er überhaupt nichts klar. Und nachdem ich ihm da das Wort ein wenig erklärt habe, das, was Jesus für uns vollbracht hat am Kreuz von Golgatha und dazu diese Entscheidung hingeführt hat, was er jetzt machen muss, dann hat er mich gefragt, ist das alles? Ist das so einfach? Wieso hat mir das noch nie jemand vorher erzählt? Was muss ich machen? Und das war mir fast zu schnell. Und dann habe ich noch mal ein bisschen länger ausgeholt, noch mal die Schritte so schön erklärt. Und dann kam ich wieder zu diesem Punkt, wo er eine Entscheidung treffen sollte. Und dann hat er wieder gefragt, ja, wieso hat mir das noch nie jemand erklärt? Kann ich beten? Da war es mir immer noch zu schnell. Ich hatte ja eine Stunde Zeit, also es ging ja noch. Und dann habe ich da mal den ganzen Heilsplan ausgebreitet, eben von dem Sündenfall an bis zum Werk Jesu Christi, sein Tod, seine Auferstehung. Und dann hat er wieder gefragt, wieso hat mir das noch nie jemand erklärt? Und er ging mit Jesus im Herzen und mit einer Bibel unterm Arm, ging er aus dem Bus seinen Weg. Wieso hat mir das noch nie jemand gesagt? Das ist eine Frage, die mir richtig nachging. Und wenn wir unsere Welt betrachten, dann sehen wir einfach, das Böse hat überhand genommen. Es wird einfach immer mehr dunkel. Wir sehen, die Unmoral nimmt überhand. Die Gesetze werden geändert, damit man sich diesem Welttrend anpasst. Ehe für alle und wie das auch heißen mag. Ungerechtigkeit, Korruption nimmt doch einfach überhand. Die Dunkelheit nimmt zu. Aber was bedeutet das? Mal ganz praktisch. Wann kann Dunkelheit überhand nehmen? Ganz einfach. Wenn das Licht zurückgeht. Wenn wir den Lichtschalter ausmachen, dann ist es dunkel. Und ich denke, da haben wir müssen da ein wenig an uns schauen und wahrscheinlich sind wir Teil an schuldig an dieser Sache. Natürlich, es ist Endzeit, es wird immer schlimmer, es wird immer dunkler. Aber
haben wir vielleicht unser Licht nicht brennen gelassen? Wer ist dafür verantwortlich? Wir. Jesus Christus, das Licht der Welt, hat unser Leben erleuchtet. Und jetzt müssen wir, die Gemeinde, müssen dieses Licht weitergeben. Haben wir vielleicht da gefehlt? Ist es vielleicht nicht so, dass wir vertauschte Prioritäten haben? Wir haben den Blick für das, was Gott am wichtigsten ist. Die Erlösung der Menschen. Einfach ein wenig zur Seite geschoben. Wir haben andere Prioritäten. Wir nennen oder wir nehmen nicht den Platz ein, den wir sollten. Uns fehlt die Vision für das, was Gott im Blick hat. Die Missionsvision. Eben, wir lasen von jemandem, der diese Vision hatte. Das ist der Herr Jesus Christus. Wir lasen diese Geschichte, wo er mit dieser Samariterin zusammenkommt. Johannes 4, Verse 1 bis 8 und dann 27 bis 41. Und wir sehen in diesem Abschnitt einige Eigenschaften. Und die möchte ich einfach an diesem Morgen ein wenig weitergeben. Erstens, die Grundlagen der Missionsvision. Welche Grundlagen haben wir? Und das sind auch einige, die möchte ich kurz erwähnen. Erstens, die erste Grundlage, sie gründet auf einer frohen Botschaft. Wir haben gerade von der Liebe Jesu, von der Liebe Gottes gesungen. Das ist ja die Grundbotschaft, die muss die Welt kennenlernen. Der Welt fehlt die Liebe. Und also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist ja unsere Botschaft. Das ist der Kern, das ist die Essenz. Hier wird die große Liebe Gottes gezeigt. Aber diese Botschaft sehen wir nicht nur in Johannes 3, 16, dieser bekannte Vers, sondern wir sehen sie von einem Anfang bis zum Ende der Bibel. Von den ersten Seiten an sehen wir diese Liebe. Dieses Suchen von Gott. Kurz nach dem Sündenfall. Wer suchte wen? Gott suchte den Menschen. Adam, wo bist du? Gleich ein paar Seiten weiter. 1. Mose 5 sehen wir Henoch, der in einer Zeit, die gerichtsreif wurde, immer wieder predigte. Das kann man im Judasbrief nachlesen. Danach sehen wir Noah, der bekannt ist als der Prediger der Gerechtigkeit. Wir können weitergehen mit Abraham, der auserwählt wurde. Damit, für was? Damit durch ihn, durch seine Familie alle Geschlechter der Erde gesegnet werden könnten. Danach wurde Israel auserwählt. Für was? Damit sie die Ehre Gottes in der ganzen Welt verkündigen sollten. Und natürlich auch das Mittel, damit der Messias, der Erlöser der Welt kommen könnte. Man könnte die Botschaft aller Propheten in einen Satz zusammenfassen. Kehrt um, kommt zurück zu Gott, tut Buße über eure Sünden, kommt zu Gott, ich will Gemeinschaft mit euch haben. Das ist der Ruf der Propheten, egal welchen Propheten wir da nehmen wollen. Wir finden immer denselben Ruf zur Umkehr. Und Jesu kommen hatte ja die Errettung der Menschen zum Ziel. Für das ist er gekommen. Für das wurde Bethlehem. Für das wurde, was wir Weihnachten nennen. Und jetzt stehen wir vor Ostern. Ja, für das ist Jesus gekommen, um zu sterben. Die Erlösung der Menschheit zu vollbringen. Auferstehen, damit wir das ewige Leben haben könnten. Das ist die Botschaft. Das ist der Sinn, für was Jesus überhaupt auf diese Erde gekommen ist. Und die einzige Botschaft, die immer wieder wiederholt wird, von dem auferstandenen Jesus. Wir stehen jetzt gerade vor Ostern. Ich möchte einfach mal einladen, lest in jedem der vier Evangelien, was Jesus, der auferstandene Jesus, gesagt hat, von was er geredet hat. So er stellt sich nur kurz vor, dass er eben der Auferstandene ist, aber dann immer wieder, geht hin, seid meine Zeugen. Ich habe euch dazu berufen, ich schicke euch. Und die letzten Worte Jesus Christus hier auf dieser Erde, im Moment, wo er zum Himmel aufging, da sagt er, seid meine Zeugen, angefangen Jerusalem, Judäa, Samarien, bis ans Ende der Welt. Also von was hat er Jesus geredet?
Er hat uns immer wieder denselben Auftrag gegeben. Geht hin, predigt das Evangelium. Das ist das Wichtigste. Das ist das, was ihm auf dem Herzen liegt. Was Gott auf dem Herzen liegt. Und für das hat er sein Leben für uns gegeben. Und die ganze Apostelgeschichte, was zeigt sie uns? Wie die Apostel diesem Ruf eben folgten, wie sie gehorsam waren. Was zeigen uns die Briefe auf? Die zeigen uns, wie ein Christ leben sollte, wie eine Gemeinde sein sollte, die diesen Auftrag erfüllt, die durch ihr persönliches Leben und Zeugnis andere Menschen erreicht. Und dann kommen wir zum Schluss zur Offenbarung. Da wird von Jesus Christus geredet, die Offenbarung Jesu Christi. Natürlich kommen da die ganzen Gerichte hinein und das ist eine Warnung. Ja, das Gericht kommt, tut Buße, kehrt zu Gott. Und die letzte Seite der Bibel endet mit einer Einladung. Die letzte Seite. Wir haben es gesehen, von Anfang bis zum Ende sehen wir Gott, wie er einlädt. Da steht in Offenbarung 22, Vers 17, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wer da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ist es nicht irgendwie bekannt, das Wasser des Lebens? Johannes 4, gerade unsere Stelle. Er lädt diese Frau ein, das Wasser des Lebens zu nehmen. Und sie nimmt es an und gibt es dann auch gleich weiter. Und am Ende der Bibel finden wir dieselbe Einladung nochmals. Welche ist nun die wichtigste Botschaft? Was liegt dem Herrn am meisten am Herzen? Was ist seine Priorität? Ganz eindeutig, die Erlösung in Jesu Christi. Dass die alle erkennen und dann auch annehmen. Und wenn das die Priorität Gottes ist, wenn das die Priorität des Herrn Jesus war, wenn das die Priorität der Jünger war, müsste ich mal fragen, ist es unsere Priorität? Ist es das, was uns auf dem Herzen brennt? Vielleicht müssen wir einiges korrigieren. Welche sind die Grundlagen der Missionsvision? Wir sehen hier in diesen Versen auch eine schöne Strategie. Verse 1 bis 3 vom Kapitel 4. Jesus war mit seinen Jüngern dort am Jordan. Er taufte dort. Und mittlerweile taufte er sogar mehr als Johannes der Täufer, der auch da am Taufen war, der schon vorher getauft hat. Da wurde ja der Herr Jesus durch ihn getauft. Und dann entschied sich der Herr Jesus, also jetzt muss ich da mal weggehen. Die Pharisäer haben schon da geredet von diesen zwei Predigern da in der Wüste. Und da hat Jesus gesagt, jetzt muss ich mal woanders hingehen. Und dies zeigt uns eine zu befolgende Strategie. Wenn schon oft denselben das Wort gepredigt wurde, dann ist es Zeit, dass das Evangelium auch zu anderen gebracht wird. Woanders hinkommt, wo es noch nicht hingekommen war, zu Personen, zu Orten, wo eben von Jesus noch nicht gehört wurde oder wie dieser Mann. Wieso hat mir das noch nie jemand erzählt? Es gibt so viele, die noch nicht mit dem Evangelium konfrontiert wurden. Der Apostel Paulus hatte dieselbe Vision. Er schreibt den Römern in Römer 15, 20 und folgende: Dabei mache ich es mir zur Ehre, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo der Name des Christus schon bekannt ist, damit ich nicht auf den Grund eines anderen baue, sondern wie geschrieben steht, die, denen nicht von ihm verkündigt worden ist, sollen es sehen. Und die, welche es nicht gehört haben, sollen es verstehen. Darum bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Da ich jetzt aber in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe, also ich habe das ganz Asien mit dem Evangelium erfüllt, schreit am anderen Stelle. Jetzt will ich zu euch gehen und von euch bis nach Spanien gesandt werden. Also welche war die Vision des Apostel Paulus, dahin zu kommen, wo Menschen noch nicht von Jesus Christus gehört haben? Wir wissen nicht durch die Schrift, dass Paulus das je geschafft hätte, nach Spanien zu kommen. Aber die Vision hatte er. Wo kann ich noch mehr Menschen mit dem Evangelium erreichen? Wo sind noch Leute, die nicht von Jesus gehört haben, die Erlösung brauchen? Eben die Welt ist so groß und es gibt so viele, die noch nicht Jesus kennen. Lassen wir uns da rufen, lassen wir uns dazu bewegen. Ja, Grundlagen der Mission. Mission ist auch ein Muss.
Es gibt gar keine Wahl, es ist ein ganz klarer Auftrag, den der Herr Jesus uns gegeben hatte. Und er selber lebt ihn auch aus, das sehen wir im Vers 4, Johannes 4, Vers 4. Er musste aber durch Samaria reisen. Normalerweise, wenn man von Judäa nach Galiläa geht oder von Galiläa nach Samarien, da war es damals üblich, dass die Juden einen großen Bogen machten. Sie gingen zweimal über den Jordan. Damit, ich weiß nicht, wie viele Kilometer mehr die Strecke war, anstatt direkt, sagen wir mal, von Jerusalem nach Nazareth zu gehen. Direkt wäre der Weg durch Samarien. Nein, durch Samarien bitte nicht. Also da mache ich lieber einen riesen Umweg, haben die Juden damals gesagt. Wieso? Die Samariter waren ein Mischvolk mit einer Mischreligion. Und wenn ich da irgendwie mit denen in Kontakt komme, ich könnte mich ja verunreinigen. So dachten die Juden damals. Und so machten sie einen großen Umweg. Sie wollten nichts mit solchen zu tun haben, die nicht so waren oder so dachten wie sie selber. Wieso hat Jesus nicht diesen Umweg gemacht? Er musste nach Samarien gehen. Wieso? Dort gab es eine Frau, die alleine war. Ja, sie ging mittags an den Brunnen. Normalerweise gingen damals die Frauen abends zum Brunnen, um das Wasser zu holen. Wieso ging sie mittags? Ja, sie hatte Probleme mit anderen Frauen. Sie hatte schon 5 Männer gehabt und jetzt lebte sie mit dem 6. zusammen und wahrscheinlich hat sie da manche Ehe kaputt gemacht. Ja, siehst du diese da? Also die hat es nicht einfach gehabt. Genau zu der geht der Herr Jesus. Eine Frau, die nach wahrer Liebe richtig suchte und sie nirgendwo fand. Eine Frau, die richtig trocken war. Sie brauchte das Wasser des Lebens. Eine einsame, verachtete Frau. Da ging Jesus hin. Ja, sogar Jesu Jünger waren erstaunt, dass er mit einer Samariterin redete. Das ist ja fast wie aussätzig. Und noch eine Frau, das war total unmöglich damals. Sowas passte einfach nicht in ihr Konzept hinein. Wir müssen gut beachten, dass Jesus den Ort verließ, wo er einen großen Dienst verrichtete. Es gab viele, die dahin kamen, dort beim Jordan, um von Jesus getauft zu werden. Und er lässt diese gesegnete Arbeit, um einer Frau dort zu begegnen. Dasselbe geschah mit Philippus, kurze Zeit später. Wo war er? Er war in Samarien, genau an diesem Ort. Da gab es eine Erweckung. Philippus wurde richtig von Gott gebraucht. Und dann nimmt ihn der Heilige Geist und bringt ihn auf einen Weg in die Wüste. Wieso? Dort gab es nur einen Mann, ein Afrikaner. Der musste das Evangelium von Jesus Christus hören. Dem musste Jesaja 53 erklärt werden. Und der Philippus geht hinzu, redet mit ihm, predigt ihm das Evangelium, klärt ihn auf. Und dieser Mann aus Äthiopien versteht, glaubt, wird getauft. Ja, ein Mann in der Wüste. Wir müssen Beziehungen aufbauen. Wir leben so für uns selber und dementsprechend haben wir fast keinen Kontakt zu Menschen. Und so können wir sie nicht mit dem Evangelium erreichen. Eine Statistik sagt, dass 80% der Bekehrungen durch Beziehungen entstanden sind. Also einer, der den anderen suchte, mit ihm Kontakt pflegte, sein Zeugnis war beeindruckend und dann seine Worte und so hat er ihn zum Herrn Jesus geführt. 10% die Kinder in der Sonntagsschule, wichtiger Dienst. Und dann die anderen 10%, alle anderen möglichen evangelistischen Möglichkeiten, die es gibt. Also sehen wir, wie wichtig die Beziehung ist? Wir müssen einfach von uns wegschauen, mal den Nachbar einladen zu einer Tasse Kaffee. Was weiß ich, beim Rasenmähen mal helfen oder was es auch sein mag. Wir müssen Beziehungen gründen. Die Lehren, die wir daraus ziehen können, sind klar. Es gab bereits viele Menschen, die den Dienst dort am Jordan taten. Und im übertragenen Sinn können wir da von einer Gemeinde, einer Gruppe reden.
in der die Dienstmöglichkeiten schon praktisch erschöpft sind. Aber es gibt so viel Not woanders. Es gibt leere Herzen. Es gibt Herzen, die Durst haben nach dem Evangelium, nach Gott, den Herrn Jesus brauchen. Manchmal predigen wir 20 Mal dieselbe Person an. Aber nebendran steht einer, dem wir noch nie das Evangelium gepredigt haben. Es gibt Millionen andere, die noch nie vom Herrn gehört haben. Der Herr möchte dich vielleicht dazu gebrauchen, denen das Evangelium zu bringen. Vielleicht möchte er dich aus der gewohnten Umgebung mal ein wenig rausholen. Mit Kindern vielleicht arbeiten, mit Teenies. Mein Dienst im Werk des Herrn fing mit Teenies an. Und als sie mich mal gefragt haben, du Stefan, was meinst du, könntest du uns da helfen mit den Teenies? Da habe ich gesagt, Teenies? Das schlimmste Alter. Das war meine erste Reaktion und ich war so schüchtern. Ich habe nur mit meinen drei Freunden geredet und mit meiner Familie, mit sonst niemand. Wie könnte ich da vor Menschen stehen? Ihr seht, Gott hat da vieles verändert. Ja. Ja. Und der Herr hat Wunderbares an diesen Teenies gewirkt. Aber ich musste erst mal sagen, Herr, ich kann es nicht, aber wenn du rufst, dann bitte. Ja, vielleicht ruft der Herr uns zu alten Menschen, zu Kranken, mal im Spital einen Besuch machen, vielleicht auf eine Beerdigung gehen. Da hat man die besten Gespräche. Da sind die Leute offen. Ja, es gibt Ausländer, es gibt Menschen anderer Hautfarbe, es gibt Verrufene, irgendeine andere Gruppe vielleicht, wo der Herr uns hinbringen möchte. Ob Verbrecher oder in Anführungsstrichen, ja, brave Bürger. Was brauchen sie alle? Das Evangelium. Sie brauchen es alle. Wir müssen einfach ein feinfühligeres Herz haben, um den Ruf und die Leitung des Herrn zu hören, zu verstehen und dann natürlich auch gehorchen. In unserer Geschichte sehen wir, wie die Jünger da zurückkommen mit Essen, das sie dort in Sichar gekauft hatten. Sie sehen den Herrn da mit dieser Frau da am Reden und keiner sagt da etwas, ja, sie fragen da nicht, aber sie versuchen, dass der Herr Jesus jetzt isst. Klar, sie hatten eine lange Reise hinter sich, sie waren hungrig und den Durst hatte der Herr Jesus ja schon da am Brunnen gestillt, hat das natürlich auch gleich gebraucht, um ein Gespräch mit dieser Frau zu knüpfen. Und ja, jetzt sagen sie dem Meister, er soll jetzt essen, aber er antwortet ihnen Vers 32. Ich möchte das nochmal lesen. 32 und 34. Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Welche war diese Speise? 34. Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringen. Für den Herrn gab es eine Priorität, die wichtiger war als das Essen, das Ruhen. Es waren die Seelen dieser Stadt. Zweifellos hat der Herr auch gegessen, wenn er Hunger hat. Er hat ja vorher getrunken, weil er durstig war. Ganz sicher. Aber jetzt gab es etwas Wichtigeres als die Ruhe. Als er die Bewohner der Stadt kommen sah, dann sagt er, das ist meine Speise. Das ist der Auftrag, den ich habe. Da muss ich hingehen. Der Herr Jesus hätte wirklich sagen können, Leute, jetzt wartet mal bitte 2 Stunden. Ja, ich muss mal essen, ich komme von einer langen Reise. Und dann muss ich ja so eine argentinische Siesta machen. Ja? Das geht auch mal vielleicht eine Stunde. Ich habe das Anrecht drauf. Und da hätte auch niemand etwas dagegen gesagt. Aber ihm war es wichtiger. Die Seelen dieser Leute. Es könnte ja sein, dass einer gesagt hat, okay, lass den ruhen. Ich gehe wieder zurück. Die Möglichkeiten müssen wir ausnutzen, wenn der Herr sie uns vor die Nase stellt. Für den Herrn gab es eben eine Priorität. Dies lehrt uns, dass es viele wichtige, auch notwendige Dinge gibt im Leben. Aber es darf nichts wichtiger sein als die Errettung von Menschenseelen. Wir müssen unbedingt unsere Prioritäten kontrollieren, mal darüber nachdenken, überprüfen. Unser geistliches Gespür müsste einfach fein sein, damit wir dem Drängen des Geistes nachgeben. Und wenn er uns jemand zeigt, dass wir dann auf ihn zugehen, mit ihm reden, vielleicht mit ihm beten und trösten, helfen, wie es auch sein mag, damit dieser Kontakt entsteht, damit wir das Evangelium weitergeben können.
Und der Herr wird uns dann für andere zum Segen setzen. Wem könnten wir heute vom Herrn Jesus erzählen? Wem können wir diese Botschaft weitergeben? Es müsste uns jeden Tag einfach auf der Seele liegen. Herr, gib mir Möglichkeiten, mit anderen in Kontakt zu kommen. Nimm Traktate mit dir. Teil sie aus, wo du kannst, wo Leute einfach da nur vorbeigehen. Die Speise, das wirklich Wichtige für den Herrn Jesus war, den Auftrag des Vaters, den Willen des Vaters auszuführen. Und dieser Wille war die Errettung der Menschheit. Ist es auch unser Auftrag, unsere Vision? Zweitens, die Herausforderung der Missionsvision. Was müssen wir da machen, damit wir da wirklich dazukommen, dass wir eine Vision für die Mission haben oder für Evangelisation oder wie wir es nennen wollen? Erstens, ganz einfach, hinschauen. Ist ganz einfach. Hinschauen. Vers 35. Da sehen wir, wie der Herr den Jüngern sagt und so auch uns. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Sie sind schon weiß zur Ernte. Vielleicht hatten die Jünger ja da unterwegs die Felder da betrachtet, die da, wo das Korn da so gerade am Rauskommen war und ja, dieses satte, schöne Grün. Und da haben sie ausgerechnet, ja, so groß die Pflanze, 4 Monate noch und dann kommt die Ernte. Vielleicht einer hat sogar gesagt, oh, da muss ich nach Galiläa zurück, dort habe ich mein Feld bebaut und ja, in 4 Monaten gibt es Ernte, gibt es Geld. Ja? Und natürlich Ernährung, Familie und so weiter gehört auch noch dazu. Also, ja, darauf schauten sie jetzt. Aber der Herr Jesus sagt, hebt eure Augen. Wenn er sie ermahnt, die Augen zu heben, bedeutet das bildlich gesprochen, ja, dass sie die Augen nach unten gerichtet hatten. Der Herr wollte ihre Blickrichtung korrigieren, dass sie woanders hinschauten, dass sie auf die Leute richteten, die da von Sichar gerade auf sie zukamen. Da sollten sie hinschauen. Und die zweite Herausforderung ist, nicht nur den Blick erheben, sondern auch nicht ablenken lassen. Das geschieht ganz oft. Wenn man nach unten schaut, was sieht man dann? Ich möchte euch mal gerade was bitten. Schaut mal so runter. Da, wo ihr seid. Einfach mal so runter. Was seht ihr da? Teppich. Ja, Teppich. Aber vor dem Teppich? Das Wort. Ja, du hast das Wort in der Hand. Schön. Aber ich wollte auf was anderes. Ihr seid zu geistlich. Wir sehen uns selber, ja? Wir sehen uns selber, den Quadratmeter, auf dem wir sitzen. Das sehen wir. Wenn wir runterschauen, sehen wir uns selber. Und was sagt der Herr Jesus? Wir sollen aufblicken. Was sahen die Jünger? Sie sahen ein Stück Feld. Sie sahen das Essen, was sie mitgebracht haben. Sie haben nach Ruhe, nach einem schönen, schattigen Platz ausgeschaut, wo sie sich hinlegen könnten und es jetzt da schlafen. Das war ihr Interesse, das war ihre Priorität. Aber der Herr Jesus hat gesagt, lasst euch da nicht ablenken. Es gibt diese Bewohner der Stadt, die kommen auf euch zu. Und ich frage mich manchmal, was ist der Grund, weshalb wenige, fangen wir mal mit den Jugendlichen an, direkt oder indirekt nichts mit Evangelisation, Mission im Alltag zu tun haben. Wieso haben sie keinen Blick dafür? Wahrscheinlich ist es auf der einen Seite, weil ihnen Beispiele fehlen. Die ältere Generation hat es nie getan. Mal eine ganz praktische Frage. Ich habe 3 Kinder und wenn man dann mit anderen Eltern redet, dann frage ich oft, ja, welches Ziel hast du für deine Kinder? Was wünschst du dir für deine Kinder? Und prompte Antwort ist, dass es ihnen gut im Leben geht, dass sie einen guten Beruf haben, eine gute Ausbildung und dass sie dann eine gute Familie formen. Und ja, das hört sich alles wunderschön an und ist auch gut. Aber nirgendwo erscheint ja, dass sie dem Herrn dienen, dass sie in die Welt gehen, evangelisieren. Ja, wir wollen lieber, dass er ein gewaltig guter Ingenieur wird. Oder sagen wir mal wie Roger Federer, ja, Tennis spielen kann. Also für mich ist es wirklich ein Spitzensportler. Ganz anständig, schöne Familie und so weiter. Aber klar, wenn jetzt Roger Federer unser Sohn wäre,
Da würden wir überall damit angeben. Ja, mein Sohn ist, na, jetzt hat er den ersten Platz verloren, glaube ich. Aber ist Zweiter. Ja? Weltweit, erster, zweiter Platz, ist ja egal. Auf jeden Fall Millionär und bekannt, berühmt, guter Mensch und so weiter und so fort. Das ist mein Sohn. Ja? Aber was macht er? Er reist das ganze Jahr in der ganzen Welt hin und her. Ja, ja, das muss man halt damit in Kauf nehmen. Aber wenn jetzt dein Sohn kommen würde oder deine Tochter und sagen würde, Papa, Mama, ich sehe meinen Weg in die Mission. Du, mach mal erstmal deine Lehre fertig, mach deine Ausbildung fertig. Ich arbeite viel, gewinne viel Geld und ja, du kannst ja auch mit irgendetwas noch die Mission unterstützen, aber weißt du, das ist gefährlich. Weißt du, du bist da überall unterwegs. Ja, es gibt Leute, die hinter einen Ball herrennen, überall in der Welt. Entschuldigung, dass ich das mal so sage, ja. Und es gibt andere, die hinter Seelen herrennen. Was ist Priorität? Mal ganz ehrlich gesagt. Was ist uns wichtiger? Welche ist die Priorität Gottes? Was ist dem Herrn am wichtigsten? Wir sehen uns nur selber. Unsere Bequemlichkeit und so weiter. Und heute sind solche Punkte vielleicht die wichtigsten, die Prioritäten in unser Leben. Ja, wir wollen eine gute Ausbildung haben, ist nichts dagegen zu sagen. Ich sage immer, Leute, sucht euch einen guten Beruf. Es ist wichtig, auch einen Beruf zu haben. Ja, und dann, ja, ich bin ja verliebt und das ist ja sowas Schönes. Das ist auch gut, das hat der Herr auch erfunden. Wunderbar, aber dann, ja, wir wollen ja auch noch Kinder haben, eine Familie. Und dann, ja, wir sind so im Leben drin, dann muss man ja auch aufwärts kommen. Und ich versuche alles, damit ich diesen höheren Posten bekomme, mehr verdiene. Ich habe ja auch Familie, ich muss ja für die Kinder sorgen. Ist auch alles recht und gut. Natürlich will ich auch ein schönes Haus haben, ein neues Auto, wenn ich schon ein Auto habe, oder ein Auto, wenn ich noch keins habe. Das neueste Modell vom Handy muss ich natürlich auch haben. Das iPhone 12 muss ich jetzt schon haben. Ich muss ja mithalten mit dem, was so in der Welt zu sehen ist. Ja, das sind unsere Sorgen, das sind unsere Prioritäten. Und natürlich unser Hobby, unsere Ferien, oh, die darf man uns nicht nehmen, weil ich habe jetzt so geschuftet, das ganze Jahr durch. Also Ferien darf ich mir doch wirklich gönnen. Ist da irgendetwas dagegen zu sagen? Das sind alles gute Sachen. Aber wo blieb Gott? Wo blieb der Dienst? Wo blieb die Priorität Gottes, die Seelen der Menschen? Welche Zeit im Leben, welche Zeit im Jahr, welche Zeit im Alltag widme ich diesem Projekt Gottes, dieser Vision Gottes? Man hat ausgerechnet, dass wenn je 100, also sagen wir mal 100 Christen, jeder pro Jahr eine Seele zum Herrn führen würde und diese Seele auch jedes Jahr auch wieder eine Seele zum Herrn führen würde, also wir sehen, das würde sich wirklich fächerweise da ausbreiten, dann bedeutet es, dass wir in 25 Jahren 1,5 Milliarden Menschen mit dem Evangelium erreicht hätten oder die sich bekehrt hätten. Wir haben jetzt 7,5 Milliarden Menschen auf der Welt. Also ein Fünftel praktisch der Weltbevölkerung hätten wir in 25 Jahren erreicht, wenn jeder diesen Auftrag ernst genommen hätte. Aber was sagt die Statistik? Jede 100 Christen, anstatt dass jeder von ihnen nochmal 100 gewinnt, ist es, dass jede 100 Christen nur plus minus 4 Seelen pro Jahr gewinnen. Sind das dann nur 4 aktiv? Ich glaube nicht mal 4. Normalerweise ist es einer, der die 4 zum Herrn führt. Was machen die anderen 99? Sie sitzen bequem in den Gemeinden und lassen sich mit dem Wort berieseln. Aber sie sehen einfach nicht die Priorität. Sie sehen einfach nicht den Auftrag der weltweiten Evangelisation. Und das fängt ja ganz vor unserer Haustür an oder manchmal sogar im Haus selber. Ja, unsere Familie, unsere Freunde, Bekannten und so weiter. Ja, lassen wir uns da rufen. Noch eine Statistik, die Religionen der Welt. 33%, sagt man, sind Christen, nennen sich Christen. 20% sind Muslimen, 15% Religionslose, 13% Hindus, 6% Buddhisten
und 13% noch die restlichen Religionen, die es auf der Welt so gibt. Da können wir sagen, ja wunderbar, 33%, ein Drittel der Menschheit ist ja Christ, nennt sich Christ. Davon müssen wir mindestens 20% sagen, sind Katholiken. Und von den 10%, die sich evangelisch nennen, wie viele sind wirklich gläubig an den Herrn Jesus? 2%? 3%? Ich weiß es nicht. Das weiß nur Gott. Aber sehen wir, wie viele Menschen weltweit, obwohl sie vielleicht sogar Christen genannt werden, nicht mal eine Beziehung zum Herrn Jesus haben. Und wie dieser jetzt Bruder, den ich dort in den Bus traf, Katholik, Zeuge Jehovas, also mit dem Christentum war er schon bewandt. Er war ja Christ, aber nicht gläubig. Wieso hat mir das noch nie jemand gesagt? Wie viele Menschen geht es genauso um uns her? Was geschieht, wenn wir den Blick erheben? Was geschieht, wenn wir anstatt auf uns runterzuschauen, mal so machen, seitlich schauen? Dann sehen wir uns Nachbarn. Dann sehen wir, der neben uns arbeitet. Dann sehen wir den, der neben uns im Zug sitzt. Dann sehen wir Schulkameraden, Freunde, Bekannte, Nachbarn und was es alles so gibt. Ja? Da sehen wir vielleicht Sorgenfalten. Dann sehen wir weinende Augen oder trauriger Blick. Da sehen wir Leute, die vielleicht mit Drogen zu tun haben, die vielleicht hier Schnitte an dem Arm haben. Jetzt, wo es dann wieder wärmer wird, wirst du vielleicht sehen, junge Leute, die hier Narben haben. Da siehst du auf einmal, dass Menschen in Not sind, dass Menschen nicht aus noch einwissen und keine Zukunft haben, keine Hoffnung. Ja, sie sind ohne Gott und ohne Hoffnung in dieser Welt, wie die Bibel auch sagt. Was geschieht, wenn wir den Blick erheben? Dann sehen wir Menschen, die Frieden brauchen, die aber zu trockenen Brunnen gehen und nicht ihren Durst löschen können. Gerade bevor ich nach hier kam, noch am letzten Tag, ging ich einen Freund besuchen, der im Spital lag. Er wurde operiert. Es wurde ihm so ein Tumor aus dem Bauch rausgeholt und er war sehr schlimm dran. Und ich war oft bei ihm, ging oft besuchen und eben am letzten Tag nochmal, habe mit ihm die Bibel gelesen, habe mit ihm gebetet. Und dann ging ich raus, habe mich verabschiedet. Du, jetzt gehe ich für ein paar Monate weg. Und im Moment, wo ich rausging, kommt eine Frau hinter mir hergerannt. In diesem Zimmer waren etliche Kranke und auch die Leute, die diese Kranken begleitet haben. Und im Nebenbett lag ein Mann und da war eine Frau daneben und die kam hinter mir hergerannt. Und hat mir gesagt, kannst du kommen? Mein Mann hat gesehen, dass du mit dem Bettnachbar gebetet hast. Kannst du auch, bittet er, für mich beten? Und dann habe ich noch auf dem Gang mit der Frau geredet kurz und habe sie gefragt, ja, wie sieht es mit ihm aus? Und dann hat sie gesagt, die Ärzte geben ihm keine große Hoffnung mehr. Sieht ganz schlecht aus, also er wird wahrscheinlich bald sterben. Und natürlich bin ich dann hingegangen. Als ich ihm die Hand gegeben hat, da hat er angefangen zu weinen. Also das war so ergreifend. Und hat gesagt, ich habe Angst. Also er hat es versucht zu sagen. Ich musste mich ganz richtig übers Bett beugen, ganz nah bei seinem Mund. Da habe ich das arschfahle Gesicht, so gelbliche Gesicht gesehen und aus dem Mund kam ein gewaltiger Gestank. Ich habe gemerkt, also der Tod steht da vor der Tür. Und er hat gesagt, ich habe Angst zu sterben. Ich habe Angst zu sterben. Und dann habe ich gesagt, Gott kann dir diese Angst nehmen. Und dann habe ich in kurzen Worten das Evangelium erklärt. Und habe ihn gefragt, möchtest du diese Entscheidung treffen? Er nickte. Dann habe ich ihn gefragt, möchtest du beten und den Herrn Jesus um Vergebung deiner Sünden bitten und Jesus als dein Heil und dein Erlöser annehmen, damit du getrost, in Frieden, in die Zukunft und vielleicht in die Ewigkeit blicken kannst? Er sagte, ja, aber ich kann nicht mehr reden. Es ging gerade noch so, dass man noch was gehört hat. Dann habe ich gesagt, okay, wir können es ja anders machen. Ich bete. Und nach jedem Satz, wenn du total einverstanden bist mit dem, was ich gesagt habe, sag einfach nur Amen. Und dann habe ich es immer wieder so ganz leise, Amen, Amen, Amen gehört. Er hat Jesus Christus angenommen. Im letzten Moment. Im letzten Moment. Wie viele gehen in die Ewigkeit
ohne Jesus Christus zu kennen. Was geschieht, wenn wir den Blick erheben? Dann wirst du auf einmal auch feststellen, dass es auch andere gibt, die viel mehr leiden als du. Dann werden wir losgelöst von unseren eigenen Problemen, um die wir uns da die ganze Zeit drehen. Och, ich Armer, schau mal, wie es mir geht und was ich nicht habe und was mir fehlt und so weiter und so fort. Aber wenn wir mal die Augen heben, dann sehen wir, dass es bei den anderen ganz viel schlimmer aussieht. Sie haben keine ewige Hoffnung. Das ist ja das Schlimmste. Gibt es noch etwas Schlimmeres? Nein. Wir haben ja alle das Beste schon. Auch wenn es uns manchmal nicht so gut geht. Aber das Beste haben wir schon. Wenn wir Jesus im Herzen haben, vielleicht ist ja einer unter uns, der das noch nicht hat, dann nimm heute noch Jesus an. Dann hast du ein wirkliches Leben. Lass uns kurz mal zur Geschichte von Jona gehen. Da sehen wir klar, was passiert, wenn jemand von seinen Vorurteilen und eigenen Interessen erfüllt ist. Wenn die Blickrichtung nicht stimmt. Der Jona wurde ja von Gott nach Ninive geschickt, das ist Assyrien. Da, wo IS zu Hause ist, ja, heute. Da wurde er hingeschickt. Ja, predigt ihn eine Gerichtsbotschaft. Was macht Jona? Ja, da gehen wir hin. Da gibt es noch viele Menschen, die das Evangelium brauchen, würden wir heute sagen, ja. Nein, er geht in die andere Richtung. Nach dort waren es ungefähr 800 Kilometer, nach Ninive. Wo will er hingehen? Nach Tarsis. Das ist Spanien. 3200 Kilometer ungefähr entfernt. Also sehen wir, dass der Weg des Ungehorsams immer viel weiter ist, viel schwieriger, viel teurer. Er musste ja zahlen, um in das Schiff reinzukommen. Viel gefährlicher. Ja? Man würde sagen, oh nein, Assyrien. Ja, wieso Assyrien nicht? Das waren ganz gefährliche. Das waren die Feinde Israels. Und man weiß aus der Geschichte, dass sie sich spezialisiert haben auf alle möglichen Gräueltaten, nur um ein oder zwei zu nennen. Die nahmen Feinde und nahmen ihnen die Haut lebend, zogen ihnen die Haut ab. Nur um eins zu sagen. Sie köpften Feinde und machten damit Pyramiden. IS? Ähnlich, oder? Und da sagte Jona, ja, das sind meine Feinde. Nein, zu denen nicht, da möge der Blitz Gottes da alles kaputt machen. Ja? Ich gehe in die andere Richtung. Aber da hat Gott eingegriffen. Und da ging es ihm schlimmer, als wenn er nach dort gegangen wäre. Sturm, die Tiefen des Meeres, die Tiefe des Fisches. Und da kann ich mir vorstellen, das war bestimmt nicht so angenehm da im Bauch des Fisches. Und dann diese Säuren da im Bauch des Fisches, die haben ihn ganz schön angegriffen, ganz bestimmt. Aber schlussendlich gehorcht er. Er geht nach Ninive, er predigt das Evangelium. Das Wort Gottes, sagen wir mal. Ja? Und die ganze Stadt tut Buße. Aber was macht dieser Prophet Gottes, anstatt jetzt, würden wir heute sagen, eine Gemeinde zu gründen, Jüngerschaftskurse anzubieten, Bibelschule zu machen oder sonst was? Was macht er? Er setzt sich da auf so einen Hügel, baut sich eine Hütte und wartet, bis das Gericht Gottes auf diese Menschen kommt. Hat überhaupt nichts verstanden. Gar nichts. Und dann wächst da so eine Pflanze, gibt ihm Schatten. Ah, wunderbar, jetzt ist es bequem. Am nächsten Tag, der Herr hat da so einen Wurm organisiert. Ja, der hat alles organisiert. Den Sturm, den Fisch, die Staude, die da gewachsen ist, der Wurm. Und dann ein heißer Wind, den dann auch so richtig zu schaffen machen. Da war er ganz verärgert. Also alles ging ja daneben im Leben, weil er ungehorsam war. Ganz einfach. Nicht den Platz aus war, wo der Herr ihn haben wollte. Und dann, wie er das so verärgert ist, dann spricht Gott zu ihm. Und das finden wir da in Kapitel 4, Vers 9. Da sprach Gott zu Jona, meinst du, dass du mit Recht zürnst um der Staude willen? Und er sprach, mit Recht zürne ich bis in den Tod. So ganz verärgert, ja. Und der Herr sprach, dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast? Hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb? Und mich sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links sind. 120.000 Menschen ohne rechts und links zu wissen. Was bedeutet das? Kinder, Kleinkinder. Das bedeutet, dass in dieser Stadt, das weiß man aus der Archäologie, ungefähr 1 Million Menschen lebten. Und 1 Million Menschen bekehrten sich. Die größte Erweckung, die es je gegeben hat. Und dieser Prophet Gottes, er denkt nur an seine Staude, an seine Bequemlichkeiten und an seinen Schatten und an seine Philosophie, Lebensphilosophie. Ja?
Nein, die dürfen nicht errettet werden. Die sind es nicht wert. Wie viele Stauden haben wir im Leben, die wichtiger sind als die Menschen, als die Seelen? Und drittens, wir müssen mit den Augen sehen, die Jesus hat. Den Blick Jesu. Wie war der Blick Jesu? Matthäus 9, 36. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Es gibt ein viel wichtigeres Ziel als das eigene Wohlbefinden oder sich die Zukunft sichern. Das können wir sowieso nicht, oder? Ein dickes Bankkonto, egal, ja. Welche ist unsere Priorität? Ist es die des Herrn, der Bibel, Gottes? Wenn dies so wäre, wie würde sich das ganz mal praktisch zeigen? Ich möchte da einige Sachen erwähnen. Wie würde sich das praktisch zeigen? Ja, diese Aufforderung Jesu, Folge zu leisten, geht hin und predigt das Evangelium alle Kreatur. Das müssten wir entweder direkt oder indirekt machen oder beides. Hinter der Evangelisation, Mission stehen. Das würde sich zeigen, indem wir Traktate mit uns nehmen, immer bei uns hätten und da, wo es eine Möglichkeit gibt, wo du tanken gehst oder im Supermarkt, im Geschäft, egal, du kannst doch kurz Traktat weitergeben. Sogar wenn du was gekauft hast, dann sind sie ja fast verpflichtet, auch was anzunehmen, oder? Nutze es aus, wer weiß, wie viele Menschen kamen durch so eine kleine Schrift schon zum Glauben. Das könnten auch zeigen, indem wir beispielsweise eine Zeit in der Woche der Evangelisation widmen. Ja, nimm dir doch mal 3 Stunden in der Woche, vielleicht in Zürich evangelisieren gehen. Das zeigt sich auch, indem wir jeden Tag uns Zeit nehmen, konkret für Ungläubige zu beten. Wie viele Ungläubige hast du in deinem Umfeld, die noch nie von Jesus gehört haben? Kameraden, Freunde, Bekannte, Familien. Bet für sie und du wirst Wunder erleben. Es wird sich auch zeigen, indem wir einen bestimmten Prozentsatz von dem, was wir arbeiten, dem Herrn geben, für seinen Dienst, für die Ausbreitung des Evangeliums. Da könnte ich sagen, ja, ich arbeite 8 Stunden täglich. Okay, arbeite 1 Stunde für die Evangelisation. Das sieht dann ganz anders aus. Diese Stunde würde auch anders gearbeitet werden. Mit dieser Stunde erreiche ich Menschen. Das andere ist für meinen Chef. Und wir könnten auch für Evangelisten, für Leute beten, die das Evangelium hinausbringen. Bet für sie, sie brauchen das Gebet. Und indem wir uns auch mal vielleicht fragen, ist es vielleicht nicht der Wille Gottes, dass er mich für diesen Dienst gebrauchen möchte? Worauf ist unser Blick gerichtet? Was ist unsere Priorität? Und da kommen wir zum Schluss. Welche ist die Auswirkung, wenn die Vision für Mission ausgeübt wird? Wenn es eine Aussaat gibt, was gibt es dann? Eine Ernte. Ich war die letzten Tage in Deutschland unterwegs und da habe ich überall gesehen, die Leute haben das schöne Wetter gebraucht, um in ihren Garten da umzugraben. Die Bauern haben ihr Mist auf den Felder gefahren und so weiter. Ja. Was wurde gemacht? Es wurde die Erde vorbereitet, es wurde gesät, es wurde gepflanzt. Mit welcher Ausrichtung? Ja, ich will Blumen haben oder was es auch sonst sein mag. Ja? Also wenn gesät wird, dann gibt es eine Ernte. Natürlich gibt es ein vierfaches Ackerfeld, das wissen wir. Aber es gibt Frucht, wenn wir säen. Aber wenn wir nicht säen, dann gibt es natürlich auch keine Ernte. Das ist ganz einfach. Was geschah, als der Herr Jesus dieser Vision folgte? Eine Samariterin kam zum Glauben. Durch ihr noch etliche mehr in dieser Stadt und dann noch viele mehr. In diesen 2 Tagen, wo der Herr Jesus noch weiter dort blieb. Und nachher gab es eine Erweckung, in der Philippus da mittendrin war. Und Philippus, der da auf dem Weg in die Wüste gebracht wurde, ein Afrikaner, kam zum Glauben. Und wir wissen aus der Kirchengeschichte, dass schon im 1. Jahrhundert eine große Gemeinde dort in Äthiopien entstanden ist. Durch wen? Durch eine Seele, die erreicht wurde, dort auf dem Weg in der Wüste. Gott sei Dank ist Philippus diesen Weg gegangen. Ja, der Apostel Paulus ist auch diesem Ruf gefolgt. Da dieser Mann aus Mazedonien, komm hinüber, und so kam das Evangelium nach Europa und so auch zu uns. Wenn wir die Vision Gottes haben, unsere Priorität wird der Herr Frucht schenken. Es ist Zeit, dass wir die Augen erheben. Das tun, was Apostel Paulus in Philipper 2, Vers 4 sagt, ein jeder achte nicht auf das Seine, sondern auf das, was des anderen ist. Also sehen wir die Not des anderen?
Und der Apostel Paulus, als er da gefangen vor Agrippa stand, hat er gesagt, ich war nicht ungehorsam der göttlichen Vision. Welche war diese Vision? Ich will dich zu den Heiden schicken und du wirst mein Evangelium predigen. Ja, bis zu Königen. Ja, der kam bis vor Nero. Ja, man hat das Evangelium gepredigt. Können auch wir sagen, wir seien nicht ungehorsam? Können wir dem folgen? Also in dem, was wir jetzt betrachtet haben, gab es eine ganz klare biblische Anweisung und Gebote des Herrn. Geht hin, predigt das Evangelium. Wir müssen dem einfach gehorchen. Und wir sagen oft, ja, wir lieben den Herrn. Wir singen so schön, ja, Herr, ich liebe dich und so weiter. Mein ganzes Leben möchte ich dir hingeben. Oh, also manche Verse kann ich nicht singen. Die sind nicht einfach zu singen. Wenn der Herr das hört und er hört, was würde er dann sagen? Du Stefan, du sagst da was. Ist das wirklich so? Herr, ich liebe dich. Was sagt der Herr Jesus? Wer mich liebt, der gehorcht meinen Geboten. Und welche waren seine letzten Geboten? Geht hin, geht hin, geht hin, geht hin, macht zu Jüngern und so weiter. Gibt es da eine Ausrede? Wie antworten wir, du und ich, auf den Ruf des Herrn? Als der Herr diese Frage stellt, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Da antwortet der Jesaja, hier bin ich, sende mich. Möge auch das unsere Antwort heute sein. Hier bin ich, gebrauche mich. Da, wo du mich hingestellt hast, in der Familie, in der Nachbarschaft, in der Arbeit, im Studium, in der Schule, sende mich, gebrauche mich. Herr, in diesen neuen Wochen, wo die Menschen ja eher offen sind für irgendetwas Religiöses, ja, lasst uns diese Möglichkeiten ausnutzen, ladet sie ein zur Osterkonferenz, nehmt Flyers mit und verteilt sie. Holt die Leute ab. Du, ich hol dich zu Hause ab, das ist einfacher. Wieso? Ja, alleine hierher zu kommen, das ist für jemanden, der noch nie hier gewesen ist, schwieriger. Hol sie ab. Trink mit ihnen eine Tasse Kaffee und dann lad sie ein. Es gibt so viel zu tun. Es gibt so viele Menschen zu erreichen. Lassen wir uns rufen, Herr, hier bin ich. Gebrauche mich, sende mich. Amen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du so klar zu uns redest, so einfach, aber auch so tief. Und du erwartest eine Antwort. Auch jetzt fragst du, wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Und wir haben oft so vertauschte Prioritäten. Wir sehen nur auf uns selber, uns Interessen und gehen an deinen vorbei. Herr, vergib. Herr, hilf uns einfach, den Blick aufzuheben, den Leuten in die Augen zu schauen, sehen, wo du uns haben willst. Gib uns Weisheit, das richtige Wort weiterzugeben und dass noch viele Menschen mit dem freimachenden Evangelium von Jesus Christus erreicht werden, es ergreifen, annehmen und gerettet für alle Ewigkeit werden. Herr, gebrauch du uns dazu, jeden Einzelnen, dass wir sagen können, Herr, hier bin ich. Sende mich. Gebrauche mich. Amen. Lass uns